Hey Leute und willkommen zum. Kommen meine Katzen jetzt eigentlich noch wieder, oder? Warum wurde mir das denn nicht mehr angezeigt? Fuck you! Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir das Land von Kanan quasi zum Leben erweckt und ja, jetzt sind wir in Triglyph zurück ohne L und sollen zu Spirius AG unsere Belohnung abholen. Daher bin ich jetzt sehr gespannt. Vielleicht so. Moment. Vielleicht so. Naja, sagen wir 17 Millionen, dann kann ich den Rest auch gerne noch abbezahlen. Oder von mir ist auch noch 16 Millionen, den Rest kriege ich auch noch zusammen. Aber das wäre so schon ganz cool. Würde ich mal behaupten. You want us to just forget about his debt? What kind of sob story did he feed you anyway? Mr. President, something really is wrong with Luger. Of course. Something is always wrong with people who need that kind of money. The guy even has a terrorist in his family. That's not true. Luger and Julius are... If you can't do your job, then I'd be happy to accept your resignation. There's no room for bleeding hearts in the banking business, my dear. Danke für den Versuch, auf jeden Fall. Okay. It just burns me up to hear him talk about you and Julius that way. It would seem this money is a source of unhappiness for her. Why not just pay her back? We have to wait until El returns anyway. Fuck you. So sorry. Wow, ernsthaft? Das war jetzt der Rest des 13. Kapitels. Wow. Wow. That was scary. Watching a line of Maxwell dumplings to compete with those Gaius dumplings. They'd be made of chili peppers, soft gelatin, chicken liver, and potatoes. A taste of all four elements in every bite. Marketing plan section 2. What the tendencies and naivete of Rize Maxians and how to deal with them. Luger, this isn't about deceiving anyone. It's just sound business analysis. And who knows the two countries better than I? I'm not supposed to do this, but I'll let you in on one of the rules. The only milk we can drink is strawberry milk. Your hairstyle is quite fashionable. Though I couldn't help but notice the patches of white hair. Here, I'll let you borrow my touch-up dye. What the fuck? Okay, hallöchen. Natürlich, neue Elite-Monster. Wir haben den Cthulhu-Dämon. Wo? Im Arklund-Sumpf. Hey, soll ein Oktopus nicht eigentlich 8 Beine haben? Also ich habe einen gesehen, der hatte 9. Doch wirklich, ich meine, beim zweiten Insinn waren es nur noch 8, aber trotzdem. What? What the fuck? Okay. Ja, das Vieh haben wir noch offen hier. Stück Scheiße. Haben wir ein paar neue Quests, die ich vielleicht... erledigen kann. Hier, brennende Windmühle ist wieder... Ja, genau, so ein Ding. Trostpreis kann ich noch nicht machen. Das kann ich machen. Inklusive ultimatives Sternfeuer. Dankeschön. So, die kann ich noch nicht. Nee, nee. Ja, Zensurbalken. Cool, den ganzen Teil 1 auch. Den kenn ich noch. Nee, Silber... Oh, hier sind jetzt schon Goldmarke. Goldmarke. Ja, tatsächlich Dinge... für sowas. Das ist natürlich ziemlich nice. Aber das bedeutet gleichzeitig auch so ein bisschen was nach dem Motto, hey, du bist scheiße, du bist noch bei Silbermarke. Und dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Okay. Gut. Dann werden wir uns jetzt, glaube ich, hierum kümmern. Aber ich will vorher gucken, was haben wir für Freundschaftsereignisse oder wie viele. Wir haben mindestens 1 in Triglyph. Mindestens 1 in Canbalar und mindestens 1 in Laurent. Ich denke mal, Laurent könnte nochmal Jude sein, Canbalar könnte nochmal Gaius sein. Gaius Alternativfarbe oder so, was weiß ich. Und Triglyph, vielleicht Elvin, Musei. I have no idea. Nein, no idea. Okay, gut, oder nicht gut. Dann Arklensumpf.
Der gute alte Arklund-Sumpf. Da wollen wir hin. Ich möchte jetzt... Ach ja, Arklund-Sumpf ist ja nicht Fesselmoor, sondern wirklich Arklund-Sumpf, ne? Ach Mensch, das ist ja die Höhenstraße davor. Okay, gucken wir mal. Aber wieso rum? Wie viel Geld habe ich? Habe ich irgendwie Geld bekommen? Nein, scheiße. Aber dann werde ich durch die Viecher... Ist es das da schon? Das ist doch größer als die anderen, oder? Nee, das ist es nicht. Ich kann den hier gerne mal kurz besiegen, aber ich wage ganz stark zu bezweifeln, dass er das ist. Das ist ja nicht, ne? Nee, ach. Das ist eine einfache Sumpfpflanze hier, ey. Ein Sumpfpflänzchen. Hey, Moment mal, was ist denn mit meinem Team? Habe ich das so eingestellt? Das wollte ich aber nicht. Das gefällt mir, also das Team gefällt mir nicht. Ich werde gleich, wenn noch ein paar Zeit übrig bleibt, und ich denke mal, dass dem so sein wird, werde ich nochmal kurz... was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, werde ich nochmal ganz kurz Sienna Bronk probieren. Aber jetzt erstmal kurz so. Das ist ja eigentlich hier mein Hauptteam, aber ich glaube, ich werde doch nochmal so hier umtauschen. Und mir die Kombination mal so ein bisschen angucken. Ups. Ist halt nur so schade, weil Judes Freundschaft ist halt wirklich so gut wie voll. Ich würde zumindest noch... Also so ein paar Freundschaften würde ich ja schon ganz gerne schaffen wollen. Zu vervollständigen. Okay, gut. Gehen wir von Fenmon aus. Ich müsste ja jetzt eigentlich Elise... Und Gaius dabei haben. Richtig, gut. Okay, so. Wo könnte das Vieh hier sein? Der Arklund-Sumpf hat keine Updrift-Map. Das bedeutet, es kann nur auf einer der drei Maps sein. Im Süden, in der Mitte oder im Osten. Ich wage allerdings mal zu behaupten, dass es sich im mittleren Bereich befinden wird, das Vieh. Der Cthulhu-Dämon. Cthulhu-Dämon. Cthulhu. Weil es eigentlich immer so ist, dass die Viecher nicht gleich in der Entrance-Map sind. Und da es hier nur drei Maps gibt und zwei davon nur mal so eine Eingangs-Map sind, wage ich zu behaupten, dass er sich in der Mitte, im mittleren Bereich befinden wird. Da hinten ist er. Ich sag's ja. So, wir snacken uns dafür nochmal Food, wenn noch Food über ist. Yep. Danach werde ich nochmal Food kaufen gehen, wenn ich wirklich nochmal Sienna Bronk probieren möchte. Weil ansonsten, ja, brauche ich das ganz einfach nicht probieren. Weil dieses Sienna-Fuckvieh ist einfach zu hard. Hi. Ja, du steckst da so ein bisschen... doch nicht mehr fest. Oh Gott. Okay, Hallöchen, heißt doch einfach Cthulhu-Dämon. Ja. Hallöchen, Cthulhu-Dämon. Cthulhu-Dämon. Oh. Ja, schleuder mich halt rum, du Stück. Au. Oh. Hey, Moment mal. Der Chromatus ist weg. Ah, natürlich, weil Ellen nicht dabei ist. Deswegen kann ich den nicht aktivieren. Ich bin irgendwie fast tot. Der hat mich irgendwie minimal angegiftet. Er ist schwach gegen Schwerter und Feuer. Ja, Schwert habe ich, aber Feuer habe ich nicht. Kann mir jemand... Danke. Hör auf, dich zu drehen, du... Bitte, du mieses... Vieh. Zusammen handeln, Gaius. Okay. Oh. Mila hat irgendwie fast gar keine TP mehr, habe ich so das Gefühl. Kann das irgendwie sein? Hm. Oh, ja. Okay, ich muss einmal meine Mystic Art drauf machen, dann haben wir auf jeden Fall schon einen großen Vorteil, was Schaden angeht. Nur dazu muss es halt irgendwie erstmal kommen. Ja, jetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. So, das hat wieder absolut gar nichts gebracht, aber ist egal. Mystic Art kommt trotzdem. Toll. Okay, wie viel Schaden hat er? Wie viel HP hat er noch? 117.000. Oder er hat insgesamt 250.000. Krass. Oh ja, immer schön in die Luft mit dir. In die Luft mit dir. Oh, was mache ich denn gerade?
Au, oh, nicht betäuben, das ist nicht so cool. Okay, also ich merke mir jetzt, die eine Verbindungsattacke, die ich mit Gaius habe, bringt hier gar nichts. Also sollte ich, ja genau, die. Also sollte ich einfach Link Charge weitermachen, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ihr habt mich wohl wieder verklickt. 81.000 noch, okay. Ja, man sieht hier auch mal, seine Schwachpunkte sind eigentlich die Arme, aber ich weiß nicht, wie ich die Arme angreifen soll. Müsste ich wahrscheinlich springen und so, aber springen. Oh, Taktik oder was? So, da haben wir die Link Charge, alles wieder besser. Ja. Oh, komm. Unterbrich mich nicht in der Alt. Bitte. Danke. Wie viel hat er noch? 32.000, 29.000. Sehr schön. Fast geschafft. Den schaffen wir locker, cocker, easy. Der drückt ordentlich Schaden, aber... ja, er kann trotzdem nicht so viel. 16.500, 58. Alles gut. Und ich mache hier die ganze Zeit Power-Treffer. Da ist sowieso alles locker, cocker, easy. Wirklich. Wunderschön. Wie viel hat er noch? Null. Danke. Und zwei goldene Frösche. Wie süß. Erledigt. So, dann gehen wir einmal kurz nach Drellen, um das abzugeben und mit dem Geld kurz Gaius Rüstung zu kaufen. Monsieur Gaius. Und ich muss kurz in der Strategie bitte, wenn das noch nicht eingestellt ist. Okay, es ist eingestellt. So, nur du musst wieder hier angreifen. Du auch. Okay. Ich bekomme 45.000 Punkte und 15.000 Geld. Ich glaube, das müsste schon Level Up sein, oder? Nee. Mir fehlen noch... oh, 1.000... ach, oh, wie ätzend. Oh, wie ätzend. Habe ich nicht noch irgendwas, was ich hier abgeben kann oder mal ganz schnell machen kann mit 1.855 Punkte? Oh, wie eklig. 5, naja, es sind so viele, die ich besiegen muss. Was ist denn hier noch? 5 besiegen, einen besiegen. Monhochland, Schneedrache. Das machen wir mal ganz schnell. You haven't changed a bit. Okay, Rüstung für Gaius. Bitte einmal, Dankeschön. Und den Helm. Mithril, ja bitte. Okay, super, Dankeschön. So. Huch. Oh nö. Ich habe so viel Geld, echt. Boah. Ja, hier, friss 110.000. Okay, Monhochland, habe ich gehört. Monhochland. Monhochland. Eingang bei Xenbala, Canbala, Xenbala. Ich würde erst Shandu sagen und dann Canbala. Und daraus entsteht Xenbala. Toll. Hallo Schneedrache. Möchte ich kurz besiegen, um ein Level aufzusteigen, du Fotze. Und dann kann ich auch die neuen Quests annehmen. Yippie, yay. Danach gehe ich mal kurz in dem Innen schlafen und dann probieren wir Monsieur Sienna Bronk nochmal. Oder Sierra, Sierra Bronk, Sienna Bronk. Oh Gott, ich vergesse es immer wieder. Muss weg, danke. Super. Für wie viele Kämpfe habe ich noch das Essen drin? Ein Kampf? Na, dann könnte das doch noch was werden, wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Dass ich den Kampf halt noch für Sierra behalte. Ich kaufe mir trotzdem sicherheitshalber ein neues Essen. Damit, wenn ich doch im Kampf nicht ausweichen kann oder so, ja, ich dann nicht fucked bin. So, los, Hallöchen. Erledigung melden, Bericht, danke. Habe ich dafür gerade irgendwie nur 100 Punkte bekommen? Das kann nicht euer Ernst sein. Ich wollte jetzt eigentlich gerade ganz gern noch aufsteigen. Fuck you. Naja, wenn ich Sierra besiege, dann bin ich aufgestiegen, ihr Wichser. Den besiege ich. Bestimmt den nicht. Fuck. Okay, hier. Hallo, um 10%? Nee, das ist nicht so geil. Oh, ich kann mir die guten nur herstellen, oder was? Ach, Mensch, hier. Okay, Früchte Yakisoba klein und Früchte Yakisoba mittel. Früchte, Yaki... oh, fuck you.
Okay. Wir gehen also mal wieder auf die Xagit-Strom-Talwiese. Und werden jetzt... Oh, es wird mir mal wieder angezeigt, dass meine Kitty-Caddies zurück sind. Danke, und wieder zurück. An der Stelle erstmal speichern, sicherheitshalber. Bazaries. Ich kann schon mal ankündigen, wen jetzt wieder nicht interessiert, dieses Vieh zu machen, dass ich dieses Vieh mache. Im nächsten Part werde ich mich dann an die Freundschaftsereignisse setzen, beziehungsweise in den nächsten Parts, da wir, ich glaube, 3 Freundschaftsereignisse hatten, kann es gut sein, dass es jetzt halt auch wieder 2, 3 Parts dauern wird. Es sei denn, es sind jetzt wieder nur so eine Kapitel von den Freundschaftsereignissen, wo es nur so kurz ein Gespräch ist und eventuell ein Hallo-Ton, kurz rumlaufen, mit dem reden, fertig. Dann kann es natürlich sein, dass ich alle drei Freundschaftsereignisse in einem Part schaffe, aber ich wage das mal zu bezweifeln. Aber nach den Freundschaftsereignissen geht es dann sofort mit der Story weiter. Tja. Wenn ich fliehe, ist dann mein Essenseffekt weg oder nicht? Fuck you! Wieso bekomme ich dafür Monster-Vernichter-Titel? Das ergibt keinen Sinn. Ich bekomme sogar eine Trophäe dafür. Toll. Tomaten in Wein geschmort. Ich kann mir nicht mal meine Statuswerte boosten. Das heißt, ich werde dieses Vieh nie im Leben schaffen. Das kann ich doch jetzt schon sagen, wie es ist. Nee, nicht hello there. Oh Gott. Go away. Messieurs Gentlemens. 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 Oh, oh. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ich muss diesen Gegnern ausweichen. Oh fuck, jetzt bin ich echt am Arsch. Oh Gott. Wenn ich da jetzt weiter gesprintet, wäre ich sowas von in den Rhein gerannt, glaube ich. Aber was soll's. Na, oh, wir kennen die Taktik, ne? Nicht da. Nicht da. Ja, wir kennen die Taktik und ihr kennt mein Glück. Nicht da. Aber ein Gegner, der mich festkriegen würde. Nee, zurück. Zurück. Nicht da. Nicht vorhanden. Nein. Nein. Ich hasse mein Leben, wenn ich Sierra Bronk finde, sehr schön. Hallo, ich bin dein größter Fan. Hallo. Moment, war ich überhaupt... Oh, ich war nicht schlafen, ich hab's ganz oft verpennt. Verpennt. Das war lustig. Okay, Sierra Bronk. Na? Alles fit da oben? Machst du mich wieder fertig? Ja, leck mich doch. Okay, noch die Verbindungsattacke, Link Charge und, ja, Mystic Art. Oh, Moment mal, ich kann ja auch gar nicht in den Kommentaren. .276.000, davon gerade hatte mehr. Komm, das schaffen wir jetzt. Wir dürfen jetzt einfach einmal... Oh. Genau. Ich bleibe auf Distanz hier. Das wird sonst nichts. Hier machen wir nochmal Link kennen. Oder machen wir auch nicht Link kennen, weil ich nicht verbunden bin. Link kennen! Ach komm schon, wir müssen dieses Vieh doch killen können. Nein, nicht auf mich. Hier, ich taunte, aber nicht auf mich. Irgendwie habe ich gar nicht. Funktioniert das Taunten nicht? Ach, keine Ahnung.
Ja, yeah, noch eine Linked Cannon, wie wäre es damit? Wix-Kopf. Wix-Vogel trifft's eher. Ah, scheiße. Ich muss jetzt einfach darauf mit der Pistole schießen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir schaffen den. Ich habe zwar, wie gesagt, kein Chromatis, was das Ganze minimal erschwert, aber wir schaffen das trotzdem. Guck, wie viel Schaden wir drücken. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Wir müssen dieses Vieh jetzt endlich schaffen. Ein Erfolgserlebnis noch. Oh, wir haben ihn versteinert. Nice. Dann gehe ich mal... Nee, okay. Ich wollte gerade auf Nahkampf gehen. Hab mich dann aber schnell umentschieden. Oh, und nur noch 160.000. Komm schon. Wir schaffen das. Ich glaube, ich hatte ihn doch schon mal auf 30.000 oder so runter, ne? Bis er dann zum richtigen Hurensohn wurde. Nicht! Bist du jetzt verwirrt? Ach nee, achso, der hat mich nur int betäubt. Alles gut. Au. Könnte mich mal jemand heilen? Danke, wow, super, nett, wunderschön. Ach, geht doch. Oh, na jetzt, oh, jetzt wollte ich gerade eine Verbindungsattacke machen und wir machen die einfach ein. Und ich glaube, die haben die sogar verkackt und irgendwo da hinten gemacht. Ich würde jetzt bitte gerne ja Verbindungsattacke machen und gleich kann ich auch wieder mal eine Mystigard machen, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitermachen und nicht abkacken. Und ich bleibe bitte nach wie vor auf Distanz von diesem Stück. Diese Attacke muss ich unbedingt ausweichen. Die ist mein absoluter Untergang. Genau die, wenn er mich damit trifft. Das ist... Weil er spammt die dann einfach nur noch und ich kann nichts machen. Bis etwas Glück erscheint in diesem Leben. Komm, weiter Power-Treffern. Wir schaffen das. Oh, die Attacke erscheint mir stark. Sehr schön. Ich muss ja auch mal ein paar starke Arts hier rausholen. Ich kann nicht die ganze Zeit nur feuern. Das macht das Ganze doch nicht so sinngemäß. Okay, wir machen direkt die Mystic Art. Scheiß doch drauf. Hauptsache Schaden drücken ohne Ende. Und das so schnell wie möglich. Scheiß auf die anderen Verbindungsattacken. Wie viel hat er noch? 77.771. Kommt schon, das ist drin. Und er ist schon wieder versteinert. Jetzt nicht mehr. Au. Nicht zu mir. Nicht zu mir. Vergiss es, Freundchen. Ich habe keine AP mehr. Das müssen wir jetzt dringend ändern. Benutzt das Objekt fertig. Ja, toll. Super duper. Und go. Ich selbst... 60 KP und TP ist mir egal. Hauptsache TP. Ja, irgendwie habe ich das jetzt nicht benutzt. Hä? Sag mir nicht, ich habe das jetzt gerade irgendwie auf jemand anderen benutzt. Na egal, jetzt ist alles wieder gut. Ich habe jetzt wieder TP, alles super duper. Komm schon, wie viel hat er noch? 34.000. Ach, das schaffen wir jetzt. Sowas von. Sowas von, dass ich jetzt sogar noch in den Nahkampf gehe. Hier, fuck you, bitch. Yes. Komm her, Hurenkack. Fotzen, Schück, Scheiße. Komm her, ich schaff dich. Hä? Was sagst du jetzt, du miese Nudel. 8.000. Nichts leichter als das, würde ich sagen. Danke. Nee, war's nicht. Ja, ich bin gefickt. Tempo und Wyvernklaue. Levelaufstieg. Von drei Leuten, nur nicht von Mila. Danke. Heldinnen des Graces. Aber warum denn Heldinnen des Graces? Habe ich mit Cerebonk jetzt etwa... das versiegelte Graces aktiviert, oder was? Wer hatte das denn überhaupt nochmal? Dort ist die versiegelte Unschuld, also von Innocent. Du hast noch keins, du hast versiegelte Rebirth. Du hast versiegelte World. Seit wann? Sieht voll cool aus. Wusste gar nicht, dass ich das hab. Ja, die anderen kann ich jetzt nicht nachgucken. Muss ich gleich in der Town nochmal. In der Mega-Mega-Town. Gehen wir nochmal nach Drallen dafür. Weil Drallen ist einfach Drallen. Und Drallen ist einfach geil. Auch wenn es mega klein ist. Das ist geil. Okay, jetzt gucken wir bei den anderen. Aber ich glaube, die anderen haben das auch nicht, oder? Du hast das versiegelte Fantasia. Seit wann? Ja, habe ich irgendwie was verpasst? Ich muss mir dann die anderen nochmal angucken. Hast du jetzt auch plötzlich eins? Nee. Du hast versiegelte Symphonia, ich erinnere mich. Versiegeltes Graces, du hier. Er ist aber noch nicht stärker.
Also entweder ist es insgesamt einfach nicht stärker oder es wurde noch nicht aktiviert. Aber hier die Wiedergeburt, das ist... Ja, das kenne ich schon. Genau, alles gut. Nur die Welt und das Fantasia, irgendwie kam mir das gerade so unbekannt vor. Aber... Hi. Sienna Bronk. 52.500 Punkte, das sollten definitiv 1.700 sein. Und 175.000, geil, yeah. Oh, Silberabzeichen, na endlich. Silberabzeichen, Hörner, das ist eine Quest. Ach, die kann ich jetzt endlich machen, na die nehme ich auf jeden Fall an. Ja, mache ich vielleicht doch noch ein bisschen was, bevor wir mit der Story weitermachen. Das hier kann ich abgeben. Danke für Silberwürfel. Oh, das ist, das, davon habe ich schon mal gelesen. Das ist irgendwas, womit man sich bei dem Pokern ein bisschen was erleichtern kann. Nö. Silberabzeichen. Hier bekomme ich einen gestreiften Hut für? Nehmen wir mal an. Trostpreis. Silbersiegel. Ach, Leute. Illusionsgewand. Prismaband. Ach, Leute. Wieso fuckt ihr mich so ab? Doch wirklich. Ja, und mehr ist hier jetzt erstmal nicht. Okay, ich verstehe. Ha. Okay, dann gehen wir noch ganz kurz da so... Ja, ich weiß, hier, Kohle, meine Phrase. 1, 2, 3, 4. Bitteschön, viel Spaß. Dankeschön, wir können mit der Hauptquest weitermachen. Machen wir aber nicht. Completed preparations in accordance with directions from President Bacor. Please make your way to the Spurious offices with all due haste. I'll be waiting for you. So be it. So be it. But no haste. Forget it. Was ich noch sagen wollte, ich habe mich tatsächlich mal erkundigt. Thank you for your payment. Danke. Ich habe mich tatsächlich mal erkundigt, was das... ich müsste mal erst nachdenken, was ich sagen will und dann reden. Ich habe mich erkundigt... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, der Klingelton! Ah Gott, der Klingelton von Luga. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und das Lied ist tatsächlich aus einem älteren Tales of. Und zwar... Gott, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, seit ich das... Halt's mal! Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, seit ich das gelesen habe, beziehungsweise gehört. Ich glaube, das war aus Tales of Eternia, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wurde später nochmal neu verwendet in Tales of the Abyss. Aber ansonsten, ja, und daher ist das nur halt hier ein bisschen verändert. Zu einem Klingelton halt. Ich habe gerade eine Katze gehört. Hi. Lucy, da können wir gleich noch eine Katze, eine Quest abgeben. Yes! Ne, Moment mal, Lucys Halsband war das aber nicht, oder? I'm not sure anymore. Aktorallei. Okay, beenden wir den Part langsam. Ich werde schnell die Quests abgeben und meine Belohnung aus dem Apartment holen. Und dann heißt es erstmal tschüss, tschüss. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Erledigung melden hier, bitte. Danke für den gestreiften Hut. Gestiefelten Hund. Nein. Silberwürfel. Erhöht die Chance beim Pokern einen Joker zu bekommen. Nett. Nett, nett, nett. Ich müsste das sowieso mal weitermachen. Pokern will ich unbedingt noch ein bisschen machen. Und der gestreifte Hut sieht ziemlich cool aus. Rowan, was sagst du dazu? Du bist es ja inzwischen gewöhnt. Okay. Moment mal, gestreifter Hut, das ist doch Ausrüstung, oder? Tatsache. Na, trotzdem sagt Rowan was dazu. Seht ihr, das passt mal wieder. Super dupel. Super dupel gut. Okay, liebe Leute. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir gehen uns jetzt noch ganz schnell unsere Postbelohnung holen und schauen mal, was es da so gibt. Moment, ich war... Nee, ich war hier. Glaube ich. Ja, doch, ich müsste hier gewesen sein. Ja. Und ich bekomme einen Freundschaftstrank. Sehr schön. Dann habe ich 3 in Besitz. Das heißt, rein theoretisch könnte ich damit jetzt die Liebe zu Jude vervollständigen. Aber da ich Jude ja doch ziemlich häufig noch drin habe, denke ich mir, wird sich das noch von alleine ergeben.
Aber ich werde auf jeden Fall ein paar anderen was geben. Ich glaube, diese drei Tränke werde ich dann... Ja, ich muss mich entscheiden. Entweder finde ich mich damit ab, dass ich nicht alle voll kriege. Und ich gebe halt jetzt nur den Leuten, mit denen ich es will. So, keine Ahnung, Rowan, Gaius, Elvin oder so. Hört die ganzen Boys. Die Tränke. Oder aber ich gebe es denen, mit die ich am wenigsten benutze, in der Hoffnung, dass ich doch noch die anderen alle voll kriege. Das wären dann wahrscheinlich Leia, Musei und Elvin momentan tatsächlich. Na, mal gucken. Oder Rowan halt. Na, sehr schön. Meine Katzen sind noch zurück zum Ende des Parts. Das ist wunderbar. Wir bekommen noch eine dünn gerahmte Brille, bevor wir die Leute hier auf den Kulma-Pfad schicken. Die dünn gerahmte Brille werden wir uns natürlich wie immer, wie gehabt, noch einmal an Rowan angucken. Dünn gerahmte Brille. Wo bist du hier? Wunderschön. Jetzt muss ich Rowans Brille mal kurz wegmachen. Ich hätte aber ganz gern einfach wieder Rowans Brille wieder. Dankeschön. Liebe Leute, damit würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns wieder und machen ein paar Freundschaftsereignisse hier in Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Und dann geht's auch schon bald weiter mit der Hauptquest. Ja, ich würde an der Stelle aber erstmal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und eben, ja, bis dann und ciao.